Liebe Studierende, lassen Sie mich ein paar einführende Bemerkungen zum dritten Kapitel der philosophischen Anthropologie machen. Im zweiten Kapitel habe ich Ihnen ja ein Modell des Menschen skizziert, sehr holzschnittsartig, was auf den Begriff eines obersten Gutes, des bestmöglichen Lebens herausläuft. Diese Bestimmung war rein formal gewesen. Es ging mir lediglich darum, eine Struktur deutlich zu machen. Und diese Struktur muss nun mit diese Knochen, könnte man sagen, muss nun mit Fleisch angefüllt werden. Wir fragen uns nämlich, ja, was ist denn jetzt eigentlich inhaltlich das bestmögliche Leben? Was lässt sich da sagen? Und die Art und Weise, wie ich jetzt vorangehe, ist die, wie ein Ordinary Language Philosoph vorangeht. Diejenigen, die die Wittgenstein-Vorlesung hören, werden bereits wissen, was damit gemeint ist. Das heißt, ich untersuche einen Begriffsrahmen. Ich frage mich, mit welchen Wörtern, welche Begriffe wollen wir eigentlich benutzen, wenn wir über das bestmögliche Leben nachdenken? Und da orientiere ich mich schlicht und einfach erst einmal an der Tradition der Philosophie oder des Nachdenkens über den Menschen. Und ein Begriff, der da einem sofort ins Auge springt, nicht nur innerhalb der Philosophie, sondern auch innerhalb der breit gestreuten Ratgeberliteratur, ist natürlich das Glück. Dass das bestmögliche Leben das glückliche Leben ist. Und dann frage ich mich sozusagen nicht, wie müssen wir jetzt den Begriff des glücklichen Lebens fassen, wie müssen wir das denken, damit er dem des bestmöglichen Lebens irgendwie entspricht, sondern ich frage mich schlicht und einfach, wie wird denn das Wort glücklich oder Glück in unserer Alltagssprache verwendet, um dann, nachdem ich diese Begriffsanalyse durchgeführt habe, zu schauen, wenn wir uns jetzt wirklich am Begriff des glücklichen Lebens oder des Glücks orientieren wollen, was hieße denn dann das für das bestmögliche Leben des Menschen? Und da sehen wir eben, dass einige Aspekte übernommen werden können, die gut sind, aber dass es andere Aspekte gibt, das werden Sie dann im Skript sehen, die uns eher davon abraten, zu sagen, dass das bestmögliche Leben das glückliche Leben des Menschen ist. Und so diskutiere ich dann in dem Kapitel andere Kandidaten auch noch, das gute Leben, das sinnvolle Leben, das zufriedene Leben, um schließlich zu dem Begriff zu gelangen, der mir selbst am geeignetsten zu sein scheint für das bestmögliche Leben, nämlich das gelungene Leben. Dass das bestmögliche Leben das ist, auf das wir, wenn wir auf das Leben zurückschauen, wir sagen, ja, das Leben ist gelungen. Weil, das werden Sie auch lesen, das Leben, wie vieles andere, eben auch eine Tätigkeit ist und Tätigkeiten besser oder schlechter gelingen können. Es gibt eine Verwirrung in dem Kapitel oder einen Abschnitt, einen Sachverhalt, der leicht zu Verwirrungen führt. Und deswegen möchte ich ihn auch in dieser Einführung noch mal ganz deutlich hervorheben. Und das, der besteht darin, dass der Begriff des Glücks und des glücklichen Lebens tatsächlich Karriere in der Philosophie gemacht hat. Und viele Philosophen kamen zum Beispiel unter dem Glück in seinen Ethiken etwas versteht, was wir nicht unter Glück verstehen würden, nämlich ein gutes Schicksal oder ein Zufall oder so. Und das kommt daher, das hat eine historische Wurzel, diese Verwendung des Wortes Glück. Das kommt daher, dass die Frage nach dem bestmöglichen Leben zunächst bei den alten Griechen in der Antike gestellt worden ist, von Platon über Aristoteles, in der hellenistischen Philosophie, bei den Stoikern und Skeptikern und so weiter. Und diese Frage nach dem bestmöglichen Leben war die Frage nach der Eudaimonia. Und nun ist dieses Wort Eudaimonia sehr früh als glückliches Leben oder Glück übersetzt worden. Und das heißt, dass ganz unabhängig davon, was jetzt inhaltlich die Eudaimonia bedeutet, man in der Übersetzung immer an dem Wort Glück festgehalten hat. Also wenn die Stoiker beispielsweise die Eudaimonia als etwas beschreiben, was ein Leben ohne Emotionen ist, dann hat man dann gesagt, gut,
dass die Stoiker meinen, das Glück bestünde darin, ein Leben ohne Emotionen zu führen. Aber da das glückliche Leben in der Alltagssprache bei uns eben nicht so verwandt wird, das Glück bedeutet, ohne Emotionen zu leben, im Gegenteil, wir mit Glück alle assoziieren, dass es uns super geht, in glücklichen Phasen unseres Lebens, kommt es zu einem Konflikt zwischen einer philosophisch begrifflich aufgeladenen Bestimmung des Wortes Glück durch eine Übersetzung des Wortes Eudaimonia mit dem deutschen Wort Glück und der tatsächlichen Verwendung des Wortes Glück. Wir aber werden uns eben jetzt nicht an der historisch aufgeladenen Übersetzung orientieren, sondern einfach an der Alltagssprache. Für die, die die Ordinary Language Philosophie hören, ist deswegen diese Bestimmung des Begriffsrahmens eine gute Übung, an der Sie sehen können, wie ein Ordinary Language Philosoph vorgeht, wenn er die Bedeutung des Gebrauchs der Wörter in der Alltagssprache bestimmen möchte.